richtet sich an all diejenigen, die einen Bellycon frisch haben. Das heißt, wenn bei dir, wenn bei dir gerade ein Bellycon eingezogen ist, dann solltest du wie bei jeder Sportart langsam anfangen. Das heißt, nicht drauf und sofort volle Power geben, sondern dich erstmal mit deinem neuen Sportgerät vertraut machen. Wichtig ist dabei, entweder barfuß drauf zu gehen oder am besten mit den Bellycon-Socken. So. Und dann erstmal ganz in Ruhe drauf. Schauen, dass du dich richtig hinstellst. Ich bin da nicht die perfekte Erklärmeisterin drin, aber die Beine ungefähr hüftbreit aufstellen. Die Knie nicht durchstrecken, sondern locker lassen. Und versuchen, vom Kopf bis zu den Knöcheln quasi eine Linie zu bilden. Und die Hüfte beweglich zu lassen, aber eben zu schauen, dass man in einer Linie ist. Genau. Und dann erstmal ein Gefühl für dein Bellycon bekommen. Das heißt, erstmal schwingen, erstmal ein bisschen in Schwingung kommen. Und das auch ganz, ganz sanft und ruhig, weil du musst dich ja erstmal dran gewöhnen. Es kann sein, dass dir vielleicht schwindelig wird, dass du Kopfschmerzen bekommst, dass dir eventuell übel werden könnte, wenn du das zu sehr übertreibst, weil dein Körper kennt im Normalfall nicht diese Bewegung, die du hier ausübst. Dann kannst du mal versuchen, dein Gewicht zu verlagern, von rechts nach links. Genau. Und übertreib's nicht. Mach lieber langsamer. Ich habe am Anfang, als ich das Bellycon ausgepackt habe, ich glaube ungefähr 5 Minuten gemacht und mich halt ausprobiert. Du kannst auch einfach mal versuchen, die Beine ein bisschen weiter auseinander zu machen. Auch immer versuchen, die Knie nicht durchzudrücken, sondern locker lassen und dann einfach mal so ein bisschen schwingen. Alleine dadurch merkst du eigentlich schon, dass es ordentlich in die Beine geht und eventuell auch in den Bauch, weil du eigentlich automatisch schon Spannung im Körper hast. Also bei mir ist es zumindest so. Auch hier kannst du versuchen, dein Gewicht mal zu verlagern, von der einen Seite zur anderen Seite. Perfekt. Und dann läuft es eigentlich schon. Du kannst natürlich auch mal versuchen, die Beine in der Mitte zusammenzunehmen und zu schwingen. Das ist schwieriger, weil du eben mehr zentriert bist und damit dein Gleichgewicht ein bisschen mehr halten musst. Du kannst aber auch deine Arme versuchen, dazu mitzunehmen. Oder wenn du eine Stange hast, dich an der Stange festhalten. Genau, perfekt. Und dann, wenn du ganz mutig bist, kannst du mal versuchen, still zu stehen und mal zu gucken, was passiert, wenn du deine Beine bewegst. Also dabei musst du nicht schwingen. Genau. Und das einfach mal dich ausprobieren. Und wenn du sagst, okay, ja, Pille-Palle kann ich schon, dann kannst du auch verschiedene Übungen ausprobieren. Genau. Wenn du magst und Hilfe benötigst, kannst du mir gerne schreiben. Wie gesagt, ich bin kein Profi. Du kannst dich aber auch jederzeit an Bellycon wenden. Die geben dir auch immer Auskunft und Hilfe. Und auf dem Bellycon Home, auf dieser Trainingsplattform, findest du auch immer Videos dazu. Und zur Not einfach bei Bellycon auf YouTube gucken. Da gibt es auch einige Videos, die man sich angucken kann. Da habe ich zum Beispiel ein Startvideo angeguckt, was mir sehr geholfen hat, wobei ich die Sprünge am Anfang noch gelassen habe. Also Sprünge ist gut, da waren halt welche, wo man die Beine heben sollte. Und das war mir am Anfang ein bisschen zu unsicher, aber da muss man sich auch ausprobieren. Überfordere dich nicht, sondern fang lieber langsam an und hab Spaß dabei. Mach dir einen guten Song an und der Rest kommt dann ganz von alleine. Und dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinem neuen Sportgerät.